Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in dieses Wochenende. Denkt daran, wenn du in den Tag gehst, dir zu überlegen, was für eine Energiequalität willst du mitnehmen? Also welche Energie möchtest du heute einladen? Ist das Leichtigkeit? Ist das Dankbarkeit? Ist das Freude? Weil in der Regel laufen wir, also viele von uns, nicht alle, mit Widerstand. Mit Widerstand gegen gewisse Dinge im Leben. Ob es zu wenig Geld ist, ob es gewisse Personen sind, gewisser Umstand ist, Situation ist, gewisse Menschen sind, haben wir oft diesen inneren Widerstand und merken das nicht. Das heißt, wir sind mit der Energiequalität den ganzen Tag unterwegs. Widerstand. Widerstand gegen das, was ist. Dass du vielleicht immer mal wieder ein paar Sekunden, ein paar Minuten findest, wo du diesen Widerstand loslassen kannst und im Jetzt ankommst. Diesen Gedanken loslassen kannst und dich vielleicht mit etwas beschäftigst, das dir gut tut. Kannst mir ja gerne reinschreiben, was tut dir gut, wo du den Widerstand kurz vergibst. Wir können es ja jetzt üben. Wie fühlt es sich an, wenn du jetzt ankommst, im Hier und Jetzt, also all die Gedanken erstmal loslässt, all das, was gerade so ist, was da in deinem Kopf, in deinem Körper, dein Bauch entspannt sich, dein Kiefer entspannt sich, die Schultern. Du kommst an in diesem Sommer hier. Egal wo du bist, Schweiz, Deutschland, Österreich, wo auch immer, ihr mir gerade zuschaut. Du kommst an, spürst deinen Atem. Fühlst deinen Körper. Vielleicht ist da auch irgendwo gerade Widerstand. Wenn wir mit Themen zu tun haben, die uns wehtun, die uns belasten, laufen wir oft mit einem verkrampften Körper rum und merken es nicht. Aber in dem Moment, wo du kurz dich entspannst, allein nur durchs Zuhören und vergisst mal kurz die anderen Themen und spürst deinen Körper, kann das sein, dass sich dein Körper tatsächlich entspannt. Und du spürst, krass, ich bin die ganze Zeit mit diesem Widerstand. Ist nicht schlimm. Es geht ja darum, es nicht zu kritisieren, sondern es zu bemerken, weil dann erst können wir es verändern. Und deshalb kann es helfen, wenn du in den Tag startest, dir kurz Gedanken zu machen, mit welcher Energiequalität will ich in diesen Tag starten? Und welche Energie lade ich ein? Auch wenn sie nicht kommen sollte oder ich es nicht schaffe, ist nicht schlimm, aber du machst dir Gedanken, will ich mich heute auf die Dankbarkeit fokussieren? Will ich mich heute auf den inneren Frieden fokussieren? Der wird vielleicht nicht 24 Stunden da sein, aber vielleicht 30 Sekunden. Besser als gestern. Heute ist es immer besser als gestern und morgen wird es noch geiler als heute. Mit diesem, also wenn wir uns neuronal verändern im Gehirn, das ist ja alles wissenschaftlich auch, da gibt es wissenschaftliche Belege, dass wir, wenn wir unsere Gedanken und Gefühle verändern, natürlich ist das Nervensystem immer die Basis, weil mit dem Nervensystem, wie sich mein Körper fühlt, fühlt er sich sicher oder nicht, hat das Einfluss auf die Gedanken und auf die Gefühle. Und wenn wir das in Kombination verändern können, verändern wir auch unsere Gedanken, die neuronal vernetzt sind. Wenn wir die verändern, verändert sich unser Leben, weil unsere neuronalen Bahnen im Gehirn senden elektrisch in diese Umwelt. Das heißt, wenn wir unser Leben verändern wollen und einen Umbau starten wollen, es ist nicht ganz so easy. Da gibt es ja viele Videos zum Thema Manifestieren, aber wir müssen es an der Basis verstehen, wie wir mit unserem Körper arbeiten. Wenn wir also mit unseren Gedanken elektrische Signale raussenden und diese Gedanken sind neuronale Bahnen, das ist ja auch schon alles wissenschaftlich erforscht. Es gibt ja viele Videos. Und trotzdem ist es, glaube ich, noch nicht ganz in unseren Köpfen angekommen, wie mächtig wir sind, dass unser Herz magnetisch sendet. Wenn ich die ganze Zeit Widerstand sende, magnetisch ziehe ich natürlich diesen Widerstand wieder an. Ich bleibe also in dieser Situation. Dazu gab es ein Buch, das ich mal vorgestellt habe von, ich werde es euch hier reinschreiben, ich habe vergessen, wie der heißt, wo er das auch nochmal erklärt unter anderem. Also es hört sich jetzt so doof an, aber unbewusst, wir dürfen uns nicht Schuld aufladen oder uns selbst kritisieren, aber halten wir uns in Situationen fest, weil wir immer wieder das Gleiche fühlen, weil wir es auch wieder erleben und denken. Und da ist ein Kreislauf, wo wir nicht rauskommen. Also starte heute damit, erstmal zu überlegen, welche Energiequalität lade ich in diesen Tag ein. Wie ich eben schon gesagt habe, möchte ich mehr Frieden einladen, möchte ich mehr die Dankbarkeit einladen. Auf was will ich mich heute fokussieren? Mehr den Körper immer wieder checken. Bin ich gerade verkrampft? Okay, entspanne ich mich. Weil wenn du dich entspannst, entspannt sich dein Energiefeld, entspannen sich deine Gedanken, weil der Körper dann das Signal erhält, anscheinend ist hier alles okay, muss ich mich nicht die ganze Zeit so verkrampfen. Das ist so ein Schritt, wo wir mit reingehen können. Und das ist ja alles so Gewohnheitssache, wenn wir seit Jahren immer im Widerstand sind, weil wir es auch so gelernt haben und nicht anders kennen, uns immer wieder unbewusst Situationen anziehen, wo wir uns wieder im Widerstand befinden, ist es nicht so einfach, rauszukommen mit einem Schnipser, sondern es braucht regelmäßig sich daran erinnert werden durch die Videos. Und ich werde dranbleiben, euch weiterhin regelmäßig Videos zu produzieren, euch daran zu erinnern, dem Körper Sicherheit zu vermitteln, die Gedanken und die Gefühle zu verändern.